Hallo und herzlich willkommen zurück bei Mass Effect 3. Okay, ich würde sagen, wir checken mal, was die Ratsherrin will. Ihr Mann hat es uns herbestellt. Stellen Sie alle übrigen Akten sicher und versehen Sie sie mit einer Tentron-Freigabe. Commander Shepard, danke, dass Sie gekommen sind. Haben Sie was gefunden? Der Rat hat eine umfassende Untersuchung von Donald Udinas Aktivitäten angeordnet. Wir rekonstruieren noch immer seinen Putschversuch. Aber deswegen habe ich Sie nicht hergebeten. Die Lage wird für mein Volk immer dringlicher. Uns ist bekannt, dass Ihrem Tiegel immer noch eine wichtige Komponente fehlt. Der Katalysator. Wissen Sie etwas darüber? Nicht genau. Aber es gibt ein Artefakt auf unserer Heimatwelt Tessia, von dem nur höchste Regierungskreise wissen. Und weiter? Mit etwas Glück können Sie damit den Katalysator ausfindig machen. Das Artefakt befindet sich in einem Tempel mit diesen Koordinaten. Ich habe ein Wissenschaftsteam angewiesen, Sie dort zu treffen. Wenn das Artefakt so wichtig ist, warum verstecken Sie es dann? Jede Spezies der Citadel hat ihre Geheimnisse, Commander. Aber dieses würde in den falschen Händen das galaktische Machtgefüge ins Wanken bringen. Genau das machen die Reaper auch gerade. Deshalb wende ich mich ja an Sie. Haben Sie vielen Dank. Sie werden uns helfen. Die Matriarchinnen verzweifeln langsam. Zum ersten Mal in unserer Geschichte ist Tessia angreifbar. Gegen die Feuerkraft der Reaper können wir trotz unseres Intellekts nicht bestehen. Ich tue, was ich kann. Ob Sie es wissen oder nicht, Sie sind mittlerweile der einzige Hoffnungsstrahl in völlig finsterer Nacht. Die Göttin sei mit Ihnen. Sehr poetisch. Also führt uns unser nächster Weg nach Tessia. Finde ich ganz interessant. Ich habe alle erforderlichen Formulare ausgefüllt und jede Schikane erfüllt. Ich weiß nicht mal, wo die Mutter ist. Und ich werde auch bald in den Einsatz geschickt. Den Flüchtlingslagern auf der Citadel gehen langsam die Ressourcen aus. Und der Rat meldet, dass es schon bald zu Lebensmittelknappheit kommen könnte. Ich check nur gerade. Wir haben ja irgendwas gegen Korlak, ne? War da nicht irgendwas? War der Volus-Botschafter vorhin hier? Ja, das war er, Commander. Ich muss hinein. Spectre-Angelegenheit. Ich öffne das Büro, wenn Sie bereit sind. Na dann. Zu uns, Botschafter. Weil Sie bisher tatsächlich etwas Gutes für die Galaxie getan haben. Hat sich das geändert? Wie viele Kolonien gäbe es denn ohne unsere Aktionen gegen die Kollektoren nicht mehr? Zu viele. Aber der Kampf gegen die Allianz muss weitergehen, um den Krieg zu beenden. Wir verstehen, wie schwer es für Sie war, zu Cerberus zu kommen, Botschafter Korlak. Vertrauen Sie uns noch ein wenig länger. Ist das nicht die Stimme von Arya? Ich meine, kann einfach sein, dass das die gleiche Synchronsprecherin ist, aber es ist irgendwie schräg. Sie sind alle Monster! Botschafter, bitte! Hunderte von Toten. Odinas Treuebruch am Rad. Ich hätte längst mit Ihnen brechen sollen. Und was würde das jetzt bringen? Ihre Risiken, Cerberus Informationen zuzuspielen, haben Sie in eine interessante Lage gebracht. Wenn Sie abbrechen, können wir Sie nicht vor den Konsequenzen schützen. Ich habe für sowas keine Zeit. Wir reden später weiter. Guten Tag, Botschafter Korlak. Die Turianer glauben, ich arbeite noch für Cerberus. Es ist ein Kopfgeld auf mich ausgesetzt. Zur C-Sicherheit kann ich nicht.
Cerberus hat Pläne. Es geht um eine Turianer-Kolonie. Ich habe den Empfänger eines Peilsenders in den Büros neben der Menschenbotschaft versteckt. Was machen Sie? Verdammt, Cerberus ist heute wirklich überall. Geht das jetzt etwa die ganze Nacht so weiter? Bringen Sie den Wagen her. Schnell, der Mistkerl ist schwerer, als er aussieht. Said? Das dachte ich mir auch gerade. Der klingt wie Said. Das wäre mal interessant, den zu treffen. Eva? Was ist das? Wann sollen wir Korlak töten? Sobald die Credits da sind. Ich dachte schon, sie wären an dem Geld nicht interessiert. So ist es. Weil Korlak für Cerberus gearbeitet hat? Was geht sie das an? Das geht sie gar nichts an. Wacht er auf? Hier spricht Commander Shepard. Hören Sie mich? Ja. Ja, ich höre Sie. Sagen Sie mir, wo Sie sind. Immer noch im Präsidium. C-Sicherheit wird Selkisch-Waffen überprüfen, wenn Sie merken, dass ich weg bin. Sie sind denen egal, wenn rauskommt, dass Sie sie an Cerberus verkauft haben. Moment. Cerberus will eine Kolonie angreifen, die... Bleiben Sie ruhig. Hilfe ist unterwegs. Said hat für Cerberus gearbeitet. Fragen Sie ihn, warum er hier ist. Warum haben Sie es auf Ihren früheren Arbeitgeber abgesehen, Said? Woher kennen Sie plötzlich meinen Namen? Gute Frage. Nach schweren Kämpfen ist es Allianz-Truppen, die Energieversorgung eines wichtigen. Da kann man rein. Er braucht sie lebend, um Cerberus aufzuhalten. Cerberus hat es auf eine turianische Kolonie abgesehen. Wenn ich sterbe, kriegen Sie sie. Sagen Sie meinen Namen. Shepard untersucht die Sache. Ich habe ihn erst kürzlich kennengelernt. Wie kürzlich? Ziemlich. Scheiße. Also gut, ich höre zu. Lange her, Said. Shepard. Zum Glück habe ich mich nicht wegen einer Ahnung zum Affen gemacht. Undisziplinierte Mistkerle. Das hat man von einer Verpflichtung in letzter Minute. Wo ist Korlak? Ich bin hier, Commander. Ich... Ohne sie wäre ich gestorben. Nur weil die Turianer dachten, ich wäre noch bei Cerberus. Haben die Söldner Sie verletzt? Mir geht's gut. Ich sollte bis zum Eintreffen des Lösegelds am Leben bleiben. Es war unwichtig, was ich zu sagen hatte. Sie erwähnten in Ihrer Nachricht eine Kolonie. Es geht um die Verteidigung eines turianischen Planeten. Sie greifen bald an. Aber wenn ich Ihnen den Planeten nenne, weiß Cerberus, dass ich ein Verräter bin. Sie haben längst Ihr eigenes Volk verraten. Wir haben Ihr Leben gerettet. Los, wie heißt der Planet? Ich biete einen Handel an. Die Volos-Bomberflotte. Taktisch gesehen ist das mehr wert als eine Kolonie. Oder Sie geben uns beides. Sie können die Turianer vor dem Angriff warnen, Commander. Das müsste reichen, damit kein Verdacht aufkommt. Sie wollten schon mal das Richtige tun, haben dabei aber den falschen Leuten vertraut. Das ist Ihre Chance zur Wiedergutmachung.
Sie geben uns die Unterstützung der Volus und helfen uns, Cerberus zur Rechenschaft zu ziehen. Ich kann nicht. Oh, doch. Es ist Zeitverschwendung, an das Gute in einem Volus zu appellieren, Shepard. Elfus. Die Kolonie heißt Elfus. Cerberus will ihre Werften. Und die Bomberflotte? Sie gehört Ihnen, Commander. Ich werde mit C-Sicherheit über diesen Vorfall sprechen. Ich danke Ihnen sehr. Hat lange gedauert, bis er endlich geredet hat. Said, was machen Sie denn hier? Später. C-Sicherheit ist unterwegs. Wird nicht erfreut über diese Sauerei sein. Sie finden mich bei den Docks, wenn Sie wollen. Nett. Das war doch gut. Das hat erstaunlich gut funktioniert und es freut mich, dass den Caleb, doch auf uns gehört hat. Spectre-Status erkannt. Wählen Sie bitte ein Ziel. Einen Moment. Den Docks? Er hat nur Docks gesagt, ich weiß nicht welchen. In Andockbucht D24. Sergeant, ich habe einen kleinen Bruder. Er hat den Planeten verlassen, um Geld zu verdienen. Und es sind schlechte Gesellschaften. Nochmals danke, Commander. Ich weiß Ihre Unterstützung zu schätzen. Nee, ich glaube, es war doch die andere. Zumindest ist hier niemand. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass Shepard das schon weitergeleitet hat. Hoffe ich jetzt mal. Weil ich wüsste echt nicht, wo ich da hing. Ich meine, ich könnte mit Bailey reden, aber... Ich glaube, es ist an sich schon abgeschlossen, oder? Ich bin den Docs... Ach ja, stimmt. Ich kann ja... Said. Wer war Tektas? Also da ist Said und im nächsten ist Tektas. Schauen wir mal, wer das war. Was machst du hier? Ich warte. Tektas? Ich erkenne sie. Sie sind Commander Shepard. Und sie müssen Tektas sein, der als Anführer der Flüchtlinge gilt. Ja, jemand muss ja für etwas Ordnung sorgen. C-Sicherheit hat den Zugang zur Citadel eingeschränkt. Und viele Verzweifelte können nirgendwo mehr hin. Und medizinische Vorräte brauchen sie auch. Dr. Chakwas erwähnte einen für alle sinnvollen Handel. Ich war bewusst deutlich. Die Allianz ist meistens ziemlich egoistisch. Vertrauen ist in diesen Zeiten selten geworden. Ich weiß, Sie brauchen unsere Militärvorräte. Aber die sind viel wertvoller als ihre medizinischen. Ihr Angebot war nicht ausreichend. Ihre Leute brauchen unsere Vorräte und meine Leute brauchen ihre für den Kampf, um wenigstens einen kleinen Vorteil zu haben. Unsere Mission rettet vielleicht alle. Sie sollten nicht kleinlich oder misstrauisch sein. Im Alltagsstress vergisst man leicht, dass wir das alles gemeinsam durchmachen. Meine Leute kontaktieren Sie. Sie bekommen die Vorräte so schnell wie möglich. Das war ja... Okay. Ich bin etwas sprachlos. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass ein Turianer so schnell einlenkt. Was zum Teufel glotzen Sie so? Nichts. Gar nichts. Hab mich schon gefragt, ob Sie kommen, Shepard. Dachte, Sie wären mit der Rekrutierung von Armeen für Ihren verdammten Krieg beschäftigt. Ich könnte immer Hilfe. Das glaube ich. Ich habe Aufnahmen von der Erde gesehen.
Ich sag Ihnen was. Ich frag rum, ob noch welche von meinen alten Kontakten da sind. Versprechen kann ich nichts, aber wenn ein paar davon noch atmen, werde ich helfen. Kennen Sie den aktuellen Anführer der Sands? Woske, erinnern Sie mich nicht an den. Der kleine Dreckskerl hat mal bei einer Patrouillenmission das Maul zu weit aufgerissen. Sein halber Trupp ist draufgegangen. Danach war er sehr beliebt. Wir konnten ihn gar nicht schnell genug bei den Suns rauswerfen. Man hätte ihn mit einer Kugel erledigen sollen. Kennen Sie den aktuellen Anführer der Suns? Woske, erinnern Sie mich nicht an den. Der kleine Dreckskerl hat mal bei einer Patrouille... Okay, Hier, da ist noch ein Forscher, mit dem wir reden können. Im Aussichtsdeck ist Lieutenant Cortez. Echt? Okay, warte mal. Dann gehe ich noch schnell zu Cortez und checken wir nochmal den Forscher ab, was das ist. Said redet doch immer. Und dann fliegen wir mal zu Dr. Bryson. Ankunft in Andockbucht D24. Und da sind Sie sich völlig sicher? Ja, Sergeant. Haben Sie seitdem etwas von Ihnen gehört? Endlich sind Sie runter von der Normandy. Ich bin froh. Trotz des Flüchtlingschaos tut es gut, so viele Schiffe im Flug zu sehen. Es bringt mich zum Nachdenken. Eine Fregatte der Turianer. Müsste die PFS Havencore sein. Ein turianisches Kriegsschiff auf der Citadel? Sie will nach der Schlacht vermutlich ins Trockendock. Ihre Antriebskernemissionen sind unruhig. Alleine humpelt sie in den Hafen. Vielleicht wäre es besser gewesen, im Kampf unterzugehen, so wie ihre Familien zu Hause. Reden Sie über die Turianer oder über sich selbst? Ich hätte dort sein sollen. Mit Robert. Waren Sie aber nicht. Sie leben. Und das ist gut so. Mag sein. Künftige Generationen ruhen auf den Schultern dieser Turianer. Und auf unseren. Niemand gibt auf. Die Turianer nicht, ich nicht, sie nicht. Wenn das jemand schaffen kann, dann sie. Und ich bin bei. Ist das ein Allianzkreuzer? Was macht er hier? Das ist die SSV London. Vor Jahren stillgelegt. Keine Geschütze. Flüchtlinge müssen sie geborgen haben. Die Kreuzer der Genf-Klasse haben E-Zero-Kerne wie aus Granit. Irgendwie überlebt man immer. Und tut alles, um den nächsten Tag zu erleben? Ich muss loslassen. Diesmal wirklich. Die Flüchtlinge haben eine Gedenkmauer errichtet. Mit Erinnerungen an geliebte Personen. Vielleicht könnte ich... Was hält sie davon ab? Nichts. Ich meine... Ich denke drüber nach. Das wird schon. Das wird lange dauern, bis das alles verheilt, aber... Irgendwann. Irgendwann. Vektorstatus erkannt. Wählen Sie bitte ein Ziel aus. Einen Moment bitte. Ankunft im Präsidium Unterhaus. Mal sehen, ob ich noch im Kopf habe, wo ich hin muss für den Forscher. Ich habe den Obelisken von Karsa beschafft. Er wartet in Bucht D24 auf Sie. Sie haben was? Das ist erstaunlich. Danke, Commander. Er wird eine unbezahlbare Hilfe bei einer sehr heiklen Arbeit sein. Freut mich, wenn ich helfen kann. Sehr gut, dann haben wir das auch. Dann denke ich, wir haben wirklich alle Nebenquests bis jetzt... Moment. Bis jetzt so abgeschlossen, glaube ich. Gibt es hier eine Shuttle? Gibt es hier einen Shuttle?
sieht nicht so aus. Ich weiß, es gibt nicht... Ja, doch. Doch, da ist es. Ich glaube, es gibt nicht überall einen Shuttle, deswegen war ich jetzt nicht ganz sicher. Ich will, dass Sie das mit allen bekannten Orten abgleichen und die Karte aktualisieren. Und holen Sie dann von den Einsatzteams aktuelle Berichte ein. Jawohl, Sir. Commander Shepard, wir haben Sie erwartet. Moment bitte. Und Hadley, stellen Sie uns die Leviathan-Daten zusammen. Verzeihen Sie, Commander. Der Rest meines Teams verfolgt gerade diverse Spuren. Ich bin Dr. Garrett Bryson. Und das hier ist die Einsatztruppe Aurora. Wie lautet Ihr Auftrag? Wir untersuchen Legenden, Gerüchte, alte Geschichten über die Reaper, noch bevor irgendjemand von ihnen wusste. Das ist interessant, aber bezweifelt heute noch jemand die Existenz der Reaper? Die Allianz braucht unbedingt Informationen über die Motive der Reaper, ihre Taktik, alles, was uns einen Vorteil verschaffen kann. Und wie sind Sie hier als Leiter gelandet? Wenn der Rest der Galaxie sagt, dass etwas nicht existiert, ist das für mich ein Anlass, das Gegenteil zu beweisen. Es geht Ihnen also um die Herausforderung. Um die Wahrheit. Noch 2148 hielt die Menschheit Aliens für einen Mythos. Da war ich schon geboren. Sobald der Mythos bewiesene Realität war, änderte sich unsere gesamte Geschichte. Die Reaper waren auch Teil dieser Realität. Und auch Sie haben eine Geschichte, Commander. Wenn wir sie kennen, kommt vielleicht eine Schwäche ans Licht. Das ist natürlich eine interessante Idee. Ich hätte Ihre Hilfe vor 3 Jahren brauchen können. Ja, hätte man auf Ihren Proteaner-Sender gehört, wären wir jetzt vielleicht nicht im Krieg. Aber jetzt, mit unseren neuen Informationen, nähern wir uns einem Durchbruch. Hadley, haben Sie die Daten? Nein. Hier ist Commander Shepard. Ich brauche C-Sicherheit. Sofort! Sie sollten nicht hier sein. Die Dunkelheit wird nicht durchbrochen. Laut Transitdaten lautet sein Name Derek Hadley. Er hat einige Monate hier gearbeitet. Shepard, ich habe einen C-Sicherheit-Alarm von hier registriert. Alles in Ordnung? Mir geht's gut. Aber ich könnte hier Ihre Hilfe gebrauchen, Edie. Gehen Sie die Unterlagen durch. Ich muss wissen, was diese Einsatztruppe vorhatte. Sofort. Was? Ich? Was ist hier los? Sagen Sie es mir. Ich stellte Daten zusammen, als Sie kamen. Und dann... Es war dunkel. Kalt. Als wäre ich woanders. Und dann? Ich weiß nicht. Eine... Waffe in meiner Hand? Dr. Bryson. Es gab ein lautes Geräusch. Sie haben ihn erschossen. Nein, habe ich nicht. Ich war's nicht. Sie müssen mir glauben. Also hat jemand anderes abgedrückt? Aber ich würde das niemals tun. Commander, das erinnert an Berichte von Indoktrination. Indoktrination? Ich? Was ist mit diesem Leviathan, den Bryson erwähnte? Wie passt das ins Bild? Das ist eine Art Kreatur. Unsere Einsatzteams waren ihm auf der Spur. Das Artefakt kam von unserem Forscher, Garneau. Zusammen mit einem Audiolog, falls Sie... Ah! Was ist los? Zurück! Wovon reden Sie? Die Dunkelheit wird nicht durchbrochen. Verdammt! Bringen Sie ihn in die Klinik. Vielleicht können die uns sagen, was mit ihm los ist. Jawohl, Sir! Commander, das sollten Sie sich ansehen.
Eine Nachricht von Dr. Bryson an Admiral Hackett. Dr. Bryson, gibt's Neuigkeiten? Admiral, der Leviathan von Dis, den wir untersucht haben. Wir sind da wohl auf was gestoßen. Kurzfassung bitte. Vor 20 Jahren entdeckten die Batarianer einen Reaper, der in der Schlacht gefallen war. Sie vertuschten das Ganze und leugneten seine Existenz. Aber mich fasziniert die Schlussfolgerung daraus. Was hätte diesen Reaper überhaupt töten können? Genau, das ist der echte Leviathan. Das könnte sich lohnen. Machen Sie weiter und halten Sie mich auf dem Laufenden. Es gibt noch eine Nachricht, ein paar Wochen später. Admiral, die Reaper sind hinter meinen Einsatzteams her, als würden sie Leviathan selbst jagen. Was es auch ist, ich halte Leviathan für einen veritablen Reaper-Killer, quasi den Spitzenprädator. Und das macht sie nervös. Wenn wir ihn fänden, würde das den Krieg verändern. Ich ersuche offiziell um Unterstützung bei der Suche. Bekommen Sie. Die Sache hat oberste Priorität, Doktor. Finden Sie das Ding. Anscheinend waren wir diese Unterstützung. Alles, was einen Reaper töten kann, würde jede Menge Kollateralschäden anrichten. Aber angesichts des Konflikts halte ich das Sprichwort "Der Feind meines Feindes ist mein Freund" durchaus für relevant. Aber das erfahren wir nur, wenn wir ihn finden. Brysons Assistent sagte, sie hätten kürzlich ein Log von ihrem Forscher erhalten. Vielleicht erfahren wir dadurch mehr. Könnten wir versuchen, ja. Haben wir die jetzt? Das muss das Artefakt sein, das der Assistent erwähnte. Und hier ist das Log. Dr. Bryson, hier Garneau. Ich schicke Ihnen ein Artefakt. So ziemlich das Einzige, was ich hier gefunden habe. Es mag falsch sein, aber ich könnte schwören, dass Leviathan hier vorbeigekommen ist. Ich werde ein bisschen rechnen und den Rest der Reisespesen verprassen. Vielleicht kann ich die Bewegungen unseres Reaper-Killers vorhersagen. Ich melde mich vom nächsten Einsatzort. Garneau scheint unsere beste Spur zu Leviathan zu sein, aber er gibt kein Ziel an. Dann konzentrieren wir uns auf das, was er sagt. Er wollte Leviathans Weg extrapolieren. Und er wollte rechnen. Es war kein Blindflug. Er hatte Daten. Jede Menge Daten sogar, wenn man sich dieses Büro ansieht. Also, wie schränken wir es ein? Bryson und seine Kollegen haben zweifellos ein Galaxiekartensuchprogramm bei ihrer Jagd nach Leviathan benutzt. Damit finden wir vielleicht Garneau. Können wir probieren. Können wir uns hier doch umschauen? Kann man hier irgendwas mitnehmen oder so? What? Das ist ein Hasskopf? Ja. Lebt? Oder so? Okay. Ist er geplatzt? Nee. Warum ist er geplatzt? What the... Was zur Hölle? Was? Sagt uns das hier, wohin Garneau gegangen ist? Nein. Aber vielleicht können wir das Ziel eingrenzen, wenn wir Hinweise finden, die er bei seiner Suche nach Leviathan benutzt hat. Ist das proteanisch? Ja. Dr. Bryson und Liara hätten bestimmt viel Gesprächsstoff gehabt. Können Sie einen Suchfilter mit Orten hinzufügen, wo es proteanische Ruinen oder Artefakte gibt? Füge den Suchfilter hinzu. Die Ergebnisse werden in dem Galaxiekartenprogramm angezeigt. Hat sich nichts geändert, oder? Proteanische Artefakte. Keine Ergebnisse. Einige unserer Suchparameter könnten irrelevant sein.
Die stammen alle von Morden, bei denen der Beschuldigte kein bekanntes Motiv hatte und Gedächtnisverlust angab. Genau wie Brysons Assistent. Glauben Sie, Garneau folgte einer Spur von Verbrechen mit Blackout? Wäre möglich. Wir brauchen Daten über Zeitpunkt und Tatorte derartiger Verbrechen. Das ist die Liste mit den Zeiten und Daten der Verbrechen. Können Sie nach Morden mit angeblichem Gedächtnisverlust filtern? Füge diesen Suchfilter der Galaxiekarte hinzu. Okay, also die Proteane sind nicht was mit denen. Verbrechen mit Blackout. Auch keine Ergebnisse. Einige unserer Suchparameter könnten irrelevant sein. Da, wo man hier überall hin kann, ne? Mit dem Kopf tut mir jetzt irgendwie leid. Nett. Da ist noch was. Und noch was. Genau, was ist das? Die Sovereign, Vorhut unserer Vernichtung. Na, wie läuft's denn so für dich? Das ist ein Teil der Sovereign. Freaky. Das hat er also wirklich geborgen, um daran zu forschen, ha? Huh? So sieht man sich wieder. Sieht aus wie Daten über die Rachni. 7. März 2186. Ich untersuche die Rachni. Ihre Bewegungen bei den Rachni-Kriegen deuten auf Alien-Einfluss hin. Aber das Timing stimmt nicht. Und Rachni hatten keine Reaper-Tech implantiert. Hat Leviathan die Rachni auf einen Kampf gegen die Reaper vorbereitet? Was denken Sie, Edie? Brysons Team will möglicherweise mit alten Flottenbewegungen der Rachni Leviathan finden. Wir haben vorhin ein Datenpad mit Rachni-Bewegungen gesehen. Könnte relevant sein. Die Rachni-Daten. Können Sie das mit den Orten der Sichtungen vergleichen? Füge den Suchfilter jetzt hinzu. Von Anne Bryson. 9 Jahre alt. Das scheint derzeit nicht relevant zu sein. Ja, da ist ein Hanar drauf. Monster von Loch Ness. Plesiosaurier. Monster von Loch Ness ist interessanter. Interessant und nicht existent. Der Torianer, oh, eine auf Ferros entdeckte Lebensform, ermöglicht faszinierende Einblicke in den Lebenszyklus einer wahrhaft fremdartigen Spezies. Oh ja, das stimmt. Im Gegensatz zu gewöhnlichen intelligenteren Leben nutzt er keine Massenportale. Er dürfte somit keinerlei Interesse an proteanischen Artefakten haben. Commander Shepard behauptet, Reaper-Feinde hätten von Reapern kontrollierte Technologie genutzt, um das Leben so zu züchten, dass es sich in vorhersehbaren Bahnen entwickelt. Der Torianer bildet eine Ausnahme von dieser Regel. Er hat sich so entwickelt, dass er organische Hilfsmittel anstelle konventioneller Technologie nutzt. Stimmt. Leviathan muss ihm in gewisser Weise ähnlich sein, wenn er es geschafft hat, so lange unentdeckt zu bleiben. Der Torianer hat Schmerzkonditionierung eingesetzt, um seine Opfer zu kontrollieren und sie für körperliche Arbeiten zu nutzen. Beinahe so, wie ein Mensch seine Hände und Finger nutzen würde. Commander Shepard behauptet, die Reaper würden dasselbe mit Hilfe eines anderen Prozesses namens Indoktrination tun. Leviathan, was auch immer er sein mag, muss eine ähnliche Methode benutzen. Bryson hat unerklärte Kreaturensichtungen untersucht. Bryson hat nicht bloß Sichtungen verfolgt. Er hat versucht, einen Kurs zu extrapolieren. Und Garneau könnte diesem Kurs gefolgt sein. Edie, können Sie einen Suchfilter für Systeme entlang dieses angenommenen Weges setzen? Füge jetzt hinzu. Vielleicht ein Meteoritenfragment? Für ihn war das Objekt wichtig. Wir sollten eine Probe näher untersuchen. Meteoritenprobe mit Spuren von Element Zero. Braucht Leviathan E-Zero? Es wird zwar beim ULG-Flug nicht verbraucht wie Treibstoff, aber nach mehreren Jahrhunderten aktiver Benutzung zerfällt es.
Wenn Leviathan alt genug ist, muss er seine Vorräte auffüllen. Okay. Können Sie einen Suchfilter für Orte mit Element Zero setzen? Wird gerade erledigt. Wird alles irgendwie wichtig sein. Bin gespannt, welche Suchfilter dann wirklich relevant sind. Von Anne Bryson. 9 Jahre alt. Das scheint derzeit nicht relevant zu sein. Warum gibt es so viele von denen? Dr. Bryson, ich stelle Einsatztruppe Aurora wie angeordnet wegen des abgefangenen batterianischen Funkverkehrs über den Leviathan von Dis frei. Commander, das Schlachtschiff ist unter Kontrolle, aber die Salarianer könnten Überwachungsaufnahmen haben. Unser Botschafter wird die Sache komplett leugnen. Geben Sie mir Ihre ersten Analyseergebnisse. Mehrere Millionen Jahre alt mindestens. Und die Technologie stellt alles in den Schatten, was im Rat sitzt. Ausgezeichnet. Unsere Wissenschaftler werden Tag und Nacht arbeiten, um seine Geheimnisse für die Hegemonie nutzbar zu machen. Eine Sache nur, Commander. Von dem echten Leviathan von Dis, dem Ding, das dieses Schiff vernichtet hat, fehlt immer noch jede Spur. Unwichtig. Das Schiff hat Priorität. Und was den Rest der Galaxie betrifft, es gibt keinen Leviathan von Dis. Hat es nie gegeben. Na, dann checken wir mal. Was haben wir hier? Die Kreaturen-Sichtungen. Laut den Suchergebnissen muss Gano in einem dieser 5 Systeme sein. Ich habe mögliche Orte in der Karte der Normandie markiert. Wir können gehen oder die Suche weiter eingrenzen, wenn Sie wollen. Ja, natürlich grenzen wir weiter ein. Rachni-Aktivität. Keine Ergebnisse. Einige unserer Suchparameter könnten irrelevant sein. 5 mögliche Systeme. Element Zero vorkommen. Drei Möglichkeiten. Verbrechen mit Blackout. Ich glaube, da war gar nichts, ne? Keine Ergebnisse. Ja. Einige unserer Suchparameter könnten irrelevant sein. Okay, aber das heißt, wir haben 3 Möglichkeiten, aber es müsste eigentlich, wenn ich mir das hier so ansehe, ne? Und wir haben hier eins, dann müsste es hier theoretisch noch eins geben. Das heißt, irgendwo habe ich was übersehen. Ich hoffe, das war nicht der Kopf. Ich wusste nicht, dass man den kaputt machen kann. Was mit den Bildern irritiert mich auch. Ah, da habe ich was übersehen. Sir, hier ist Bryson. Wir wissen, dass die Reaper hinter Leviathan her sind. Das Studium ihrer Jagdmuster könnte uns weiterhelfen. Diese Daten sind streng geheim, Dr. Bryson. Wenn sie in die falschen Hände geraten, werden sie nicht. Sie sind verschlüsselt. Und der Schlüssel ist sicher. In der Nähe meines Herzens. In der Nähe seines Herzens? Was bedeutet das? Die Aktivität der Reaper-Flotte ist laut Brysons Aussage in dem Log verschlüsselt. Er sagte, er bewahre den Schlüssel in der Nähe seines Herzens auf. Ah. Vielleicht das mit seiner Tochter? Von Anne Bryson. 9 Jahre alt. Laut Daten ist Anne heute 28 und arbeitet für die Allianz. Bryson hat den Codeschlüssel in der Nähe seines Herzens aufbewahrt. Was ist näher als die Familie? Interessante Hypothese, aber ich entdecke keine Hinweise auf den Codeschlüssel in dieser Kunst. Wir haben ja noch eins gefunden. Das war da oben irgendwo, ne? Da. Noch ein Kunstwerk aus Anne Brysons Kindheit. Moment mal. Sieh sich das eine an. Ich kann aus diesen Zahlen einen Codeschlüssel erstellen.
Okay, dann zurück zu dem Datenpad, das wir vorhin gefunden haben. Perfekt. Ich bin schon wieder bei 40 Minuten, aber trotzdem, das will ich jetzt noch machen. Entschlüsselung abgeschlossen. Analysiere Daten. Die Bewegungen passen nicht zu ihrem Standard-Invasionsmuster. Die Reaper suchen etwas. Und ich wette, damit hat Gano gearbeitet. Können Sie einen Suchfilter erstellen? Natürlich. Perfekt. So, können wir es mit dem noch mehr eingrenzen? Ha! Übereinstimmung. Markiere die Galaxiekarte. Gut. Besuchen wir Gano. Perfekt. Ich glaube, das war's eigentlich schon. Wir können ruhig zurück zur Normandie und da speichere ich dann. Ja, das war interessant. So ein bisschen Details suchen und Abgleiche machen. War jetzt ganz nett. Mal eine schöne Abwechslung zu den Shooter-Passagen, finde ich. Commander, Dr. Chuckwars lässt ausrichten, dass sie gerne unten in der Krankenstation mit Ihnen sprechen würde. Machen wir dann nächstes Mal. Na gut, Leute. Ich hoffe, es war interessant zum Zusehen und wir sehen uns nächstes Mal wieder. Auf der Jagd nach Leviathan. Ich würde das gern zuerst machen, bevor wir nach Tessia gehen. Bin mir noch ein bisschen unsicher, aber ich glaube schon, dass wir es so machen. Na gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.